Hallo und damit herzlich willkommen zurück auf eurem Kanal Staffelchef. Das Jahr 2020 ist rum. Ich habe dieses Jahr bereits schon ein Video veröffentlicht. Dennoch möchte ich ein kurzes Resümee über das letzte Jahr und einen Ausblick auf dieses kommende Jahr geben. Im letzten Jahr sind wir gestartet, haben 55 Videos produziert, 25 neue Abonnenten und einer hat die Nerven verloren und ist abgesprungen. Damit sind wir bei 24. Das ist aber alles nicht so schlimm, denn im heutigen Video lasse ich im Hintergrund mal zwei Spiele laufen, die ich letztens hatte. Mit dem einen sind wir mit dem M2 unterwegs, jetzt am Anfang, und können am Ende noch ganz gut das Spiel rumreißen. Hier zeige ich auch mal einen alternativen Passivspot, wenn man entweder zu langsam ist für den oberen Busch von der Seite oder wenn man zu groß ist oder zu breit, wie der LT432 zum Beispiel. Das zweite Spiel ist mein erstes Panzer 3J Spiel, den ich sehr stark modifiziert habe auf Geschwindigkeit und RAM. Da sage ich am Ende noch was zu. Ja, im heutigen Video soll es eigentlich um vier Punkte gehen. Was ist dieser Kanal eigentlich? Was ist er nicht? Die zweite Sache ist ein bisschen Ausblick, wie gesagt, auf dieses Jahr, was jetzt noch kommt. Und als letztes möchte ich auch nochmal darauf eingehen, auf die aktuelle Version 1.12, die im öffentlichen Test ist, sowie den Sandbox-Server, was aktuell dort durchprobiert wird. Was ist dieser Kanal? Dieser Kanal ist ein Hobby. Und Hobbys haben so an sich, dass man das meistens noch neben einem Beruf macht. Das konntet ihr euch wahrscheinlich aber schon denken. Die meisten von euch wissen das auch. Hobby heißt für mich, hier in diesem Fall, dass ich World of Tanks Ideen mit euch teilen möchte und irgendwo auch eine Nische bedienen will. Also Sachen, die mir Spaß machen. Zum Beispiel die passive Aufklärung, die meiner Meinung nach schwer ist und auch nicht jeder macht. Aber auch Low-Tier. Jeder sagt immer, ja, den niedrigstufigen Bereich zu fahren und zu spielen, ja, das ist super einfach, da könnte ja jeder gewinnen und siegen. Ist in Ordnung. Mir macht das Spaß und ich möchte dort meine Erfahrungen teilen. Und selbst wenn ich das nicht mit euch teilen würde, würde ich trotzdem dort fahren. Dann möchte ich auch auf diesem Kanal ein paar ältere oder einfach auch mal andere Spiele vorstellen, die ich besonders schön finde, wo ich mir denke, dass es Spaß macht, die zu teilen mit euch. Kreativität ausleben. Herumexperimentieren. Ihr habt vielleicht bei dem Panzer 3-4 allerersten Video gesehen, dass ich da habe ich so versucht, das wie in so einem Werbeformat zu pressen. Das ist übrigens von Didis Obststendl aus München. Bisschen abgekupfert in der Richtung. Oder mit den 12 Kills mit Zippy Zippo und Muhadib. In dem Video 3 Fäuste für ein Halleluja. Auch da habe ich ja mit Filmzitaten gearbeitet und versucht, das alles mal so wie eine Collage mit einzubringen. Oder aber auch mit dem T18-Video, wo ich mit der Artillerie ganz viele Memes mit eingebaut habe. Also ich experimentiere da ganz gerne mal rum und versuche da auch meine Kreativität auszuleben. Und dann ist es aber auch eine Art Basteln. Also der eine macht vielleicht so ein, ja, so ein Tausender-Puzzle ganz gerne mal. Und so ist das hier nicht anders. Man muss Recherchen im Internet machen, sich Material zusammensuchen, der Schnitt ist aufwendig, man muss multiple Tonspuren abmischen, Soundeffekte einarbeiten und so weiter. Und das ist wie eine Art Basteln, aber halt digital. Letzter Punkt, was mir jetzt einfällt, es gibt bestimmt noch viele kleinere, aber das sind so die großen, ist das Reden üben. Sich selbst zuhören, sich selbst verbessern und das ist auch hilfreich für meinen Beruf. Gut, was ist dieser Kanal nicht? Dieser Kanal ist keine Einnahmequelle. Also ich will hier nicht irgendwie groß Geld mit verdienen. Wenn mir jetzt einer einfach Geld gibt, sage ich nicht nein. Aber ihr müsst bedenken, was braucht man denn, um mit YouTube Geld zu verdienen? Und das sind mindestens 1000 Abonnenten haben. Das könnte man vielleicht noch schaffen. Aber die eigenen Videos müssen pro Monat 10.000 Stunden geschaut werden. Da aber kaum jemand die Videos bis zum Ende schaut, in der vollen Länge, viele, die auf das Video klicken, auch sofort wieder wegklicken, weil es nicht in Englisch ist, schafft man das nicht. Und man schafft es vor allem nicht als ein Hobby. Und selbst wenn man das schaffen würde, das wäre nicht mein Antrieb. Ich habe auch noch andere Sachen, die ich vorhabe, bin ich ganz ehrlich. Denn, und das ist der zweite Punkt, Qualität kostet Zeit. Ein gutes Spiel, was ich euch zeigen könnte, dauert 6 Minuten, sagen wir im Durchschnitt bei World of Tanks, oder? Das Replay nochmal abzuspielen, aufzunehmen, dauert vielleicht 10 Minuten. Das Einsprechen, was ich jetzt zum Beispiel gerade mache, 20 Minuten, je nach Spiellänge. Musik noch einpflegen, irgendwo was raussuchen, runterladen, reinziehen und dann der Schnitt, dauert vielleicht auch nochmal 10 Minuten.
Das Hochladen selber läuft parallel, wenn man alle Einstellungen vornimmt und dann noch das Thumbnail bearbeitet parallel, ungefähr 30 Minuten. Wobei in Stoßzeiten kann es auch manchmal bis zu 4 Stunden dauern. Alles in allem sind das vielleicht 1 bis 1,5 Stunden, wenn es hochkommt 2 Stunden. Und dann habe ich ein schnelles 6-Minuten-Spiel, ein gutes Spiel habe ich euch gezeigt. Das Problem ist aber, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Für mich ist es ein Hobby und ich will die Sachen, die mir wirklich Spaß machen, die ich auch wirklich mit euch teilen möchte, euch zeigen. Und nicht einfach nur immer wieder abliefern. Denn aus diesem Abliefern entsteht auch eine Erwartungshaltung. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich zu viele Abonnenten habe, keine Ahnung, 100 oder so, und es dann in die Richtung geht, wo bleibt denn der nächste Inhalt, dann fange ich einfach an, Minecraft-Videos zu machen. Das spiele ich nämlich auch ganz gerne. Und da bin ich mir sicher, werde ich mal ein paar Abonnenten verlieren. So. Denn im Durchschnitt brauche ich länger als 1,5 Stunden für das, was ich denn gerne machen möchte und zeigen möchte. Im Durchschnitt sind es 10, teilweise 20 bis 30 Stunden. Das kann entweder daran liegen, dass ich wie bei Sudden Strike bei so einem alten Spiel es mit dem OBS irgendwie nicht hinkriege, das aufzunehmen und wurstel mich dann so durch mit der Windows-Aufnahmefunktion. Wusste ich übrigens gar nicht, dass Windows 10 eine automatisch drin hat. Oder aber zum Beispiel, mein bisher aufwendigstes Video war Space Engineers. Da musste ich alle Charaktere immer wieder vorbereiten, ablaufen lassen, aufnehmen, neuen Charakter einpflegen, den selber steuern, wieder abspeichern und das alles auf hoher Grafikanforderung. Das hat 30, 40, 50 Stunden gedauert, also hat wochenlange Arbeit drin gesteckt. Darauf habe ich aber Lust und davon kann ich nicht viele produzieren. Also mir geht es nicht darum, viele Klicks zu generieren, viele Likes zu generieren. Mir geht es nicht darum, regelmäßig abzuliefern oder Geld zu verdienen. Für mich ist es ein Hobby. Noch ein Punkt ist, ich bin keine Kopie. Es gibt da draußen so viele Leute, die auf Stufe 8, Stufe 9, Stufe 10 viel besser spielen als ich. Die empfehle ich euch. Guckt denen zu. Ist aber nicht mein Themenfeld, wo ich hin will. Da gibt es zum Beispiel Dead Games oder Zirconflex. War letztens auch in den Clash of the YouTubers, keine Ahnung wie die heißen, oder Twitch Clash. Egal, ich habe Zirconflex, einen meiner YouTuber, die ich auch selber gerne schaue, ist ein Holländer, habe ich jetzt zum Beispiel in meiner Garage als Kommandant. Quickie Baby, der Brite, einer mit der bekanntesten wohl. Falls ihr aber noch kein Englisch könnt, gibt es ja auch bestimmt irgendwelche deutschen YouTuber, müsst ihr einfach mal schauen. Ein paar Empfehlungen habe ich auf meiner Homepage für euch zusammengestellt. Den Link zu meiner Homepage findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer, glaube ich, unter jedem Video jemals. Oder ihr gebt einfach staffelchef.de ein. Da gibt es 3 Themengebiete, die ich sehr interessant finde. Und dort unter World of Tanks, auch in Menüführung oben, könnt ihr dann bei Quellen oder Medien findet ihr ein paar Empfehlungen. Letzter Punkt, was dieser Kanal nicht ist, ist kein Hollywood. Ich habe kein schallisoliertes Studio, ich habe kein Greenscreen, wo ich mit Kamera mich irgendwie da präsentieren könnte. Ich habe einen ganz einfachen Laptop, dessen Lüfter permanent brüllend an der Belastungsgrenze läuft und so ein ganz kleines Mikrofon und das war's. Und damit versuche ich das rüberzubringen und das Beste dabei rauszuholen. So, nun drittens, was habt ihr dieses Jahr auf diesem Kanal zu erwarten? Auch wenn schon 1,5 Monate rum sind, World of Tanks ist immer noch mein Lieblingsspiel. Auch wenn ich viele andere Spiele habe und auch gerne mal damit was machen würde, ist immer noch mein Fokus und damit auch Fokus für diesen Kanal. Ich bleibe dabei, passive Aufklärungsspots hochzuladen, weil ich einfach für alle Karten die Möglichkeit zeigen möchte, was man denn machen kann. Es bleibt auch dabei, dass ich das mit Low-Tier mache, das heißt nicht Stufe 1, aber auf jeden Fall nicht Stufe 8, 9, 10. Also auch gerne mal ein 6er, es muss auch nicht mal ein leichter Panzer sein, es kann auch mal ein Medium sein. Und ich versuche auch immer, dass das Video unterhaltsam ist, also dass ich dabei als Low-Tier auch gerne mal unter dem Top 3 bin und gerne auch mal Panzerass einfahre. Des Weiteren, sobald auf dem Sandbox-Server Ende des Monats die Besatzung 2.0 rauskommt, werde ich mich damit intensiv beschäftigen und wenn es dann hoffentlich dieses Jahr noch live geht, auch da gerne 1-2 Videos zu machen. Vor allem, dass ihr sauber reinstarten könnt, was auf euch zukommt. Aber auch versuche ich, ein paar Sachen auszutesten, wie sich das mit Erfahrung verhält, mit der neuen Besatzung, die da kommt. Und zu guter Letzt möchte ich vielleicht noch so 1-2 kleine Erklärbär-Videos machen in Richtung Panzerung, Panzerungsanzeige,
ihr wisst schon, wenn das Fadenkreuz grün, orange, rot ist, wie kann man dem vertrauen, wie sind so die Wahrscheinlichkeiten, wie kann man das beurteilen. Aber auch die Munitionstypen. Aktuell ist ja nochmal HE in Überarbeitung, gleich nochmal mehr dazu. Aber da möchte ich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie sich das verhält. Und auch die Durchschlagmöglichkeiten. Des Weiteren habe ich noch so zwei andere Sachen im Kopf. Gerne möchte ich noch mehr zu Space Engineers machen, weil das mag ich einfach sehr gern, das Spiel. Und ich habe da auch schon ziemlich viel gemacht, nur das eine Video, was ich bis jetzt gezeigt habe oder hochgeladen habe, hat so viel Energie gekostet. Ich glaube, ich werde das nicht nochmal machen. Es trägt zwar den Titel Episode 0.1 oder 0 oder 1, aber ich werde es dann wohl reduzieren auf mehrere Episoden Roomtour. Dabei ist jetzt natürlich ein Punkt, ich möchte das gerne mal in Englisch versuchen, um auch mein Englisch ein bisschen zu verbessern. Aber da könnt ihr ja dann gerne vorspulen, 1,25-fache Geschwindigkeit, Ton aus, macht euch Musik an, keine Ahnung. Aber ich zeige euch mal ein bisschen was, ich habe da ein paar interessante Sachen gebastelt. Und zu guter Letzt ist mir aufgefallen, dass das Video zu Sudden Strike ganz gut ankam. Da überlege ich, falls ihr Lust habt, dass ich mal die deutsche Kampagne aufnehme. Da müsste ich mich aber nochmal intensiv vorher mit beschäftigen, wie man das denn am besten aufnimmt. Weil mit OBS hat es das letzte Mal nicht geklappt. Aber da hätte ich auch Lust zu. Und die Resonanz war eigentlich ganz gut. So. Kommen wir nun zu Version 1.12, also 1.12, welche aktuell im öffentlichen Test ist. Link dazu in der Videobeschreibung. Aktuell haben wir 4 von 15 Tier 8 Premiums, die gebufft werden, also die Verbesserungen erhalten. Ich hoffe, dass unter den 15, also den anderen 11, auch der CDC mit dabei ist, weil den habe ich zufälligerweise und der ist nicht so gut. Nicht mehr, sagen wir es so. Dann, Punkt 2, wenn ihr in den Zoom-Modus geht, also in das nahe Heranzoomen durch das Zielfernrohr, nicht über das Mausrad, sondern mit der Shift-Taste. Ich nutze das nicht. Falls ihr das nutzt, wird eine Funktion kommen, dass ihr einstellen könnt, auf 200 Meter, welche Zoomstufe ihr haben wollt. Also ob ihr voll reingezoomt seid, wenn ihr Shift drückt, oder nur ein bisschen, oder gar nicht so richtig. Und dann Vorschau auf Stählerner Jäger 2021 und alle Anpassungen dazu. Sie wollen die Fahrzeuge nicht unterschiedlich stark machen, weil das wohl nicht sehr ausgewogen war, sondern nur mit unterschiedlichen Stilen. Das war so der Grundansatz. Und worauf ich mich am meisten freue, Blaupausenfragmente können nun sinnvoll getauscht werden. Das heißt, nicht gegen andere Blaupausen, sondern gegen Premium-Tage oder Besatzungsbücher oder 100% Besatzung. Und das finde ich absolut super. Aktuell sind die noch im 1:1, was sehr fragwürdig ist, aber ich wette, die Werte werden sich auf jeden Fall noch ändern. Das finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Dann haben wir den Sandbox-Server 2021. Es soll 4 Sandbox-Server geben oder Versionen geben. Aktuell, Anfang Februar, läuft der Test der HE-Granaten, gleich mehr dazu. Ende Februar kommt Besatzung 2.0, also in 1-2 Wochen. Und Anfang März die nächste Iteration, also der nächste Versuch, Artillerie mal anders rüberzubringen. Sie haben es ja jetzt schon mehrfach auf Sandbox probiert. Sandbox ist immer nur ein Test. Wir schauen immer nur, wie es ankommt, wie sich das auswirkt. Heißt wieder nicht, dass es so kommt. Aber es sind diesmal ein paar gute Ideen dabei. Einer davon ist, in dem Moment, wo die Artillerie abkrümmt, seht ihr eine Anzeige, dass die Granate zu euch unterwegs ist, wenn das Fahnenkreuz vorher drüber war. Bin gespannt, wird interessant. Und nun zu den HE-Granaten. Aktuell, wie wir hier auch gerade noch spielen, haben HE-Granaten je nach ihrem Kaliber, also 76mm Kanone, 105mm Kanone und so weiter, je größer das Kaliber, desto größer der kugelförmige Ausbreitungsradius, wenn sie explodiert. Das kann entweder passieren, wenn sie durchschlägt, kann sie sich immer noch kugelförmig im Inneren ausbreiten. Und so kann man ja zum Beispiel über den Turm einen Motorbrand verursachen. Weil sie, wenn sie im Turm durchschlägt, kann sie am Inneren den Motor beschädigen. Oder wenn sie nicht durchschlägt, kann sie kugelförmig sich die schwächste Stelle suchen. Und das ist am Beispiel von der Maus halt aktuell kritisch, wenn man ihr neben der Kanone auf die Wange schießt, 260mm Panzerung, sucht sich die Granate quasi im Umkreis
einen schwächsten Punkt. Das ist das Deck mit 50 mm. Und dann greift die klassische HE-Mechanik. Und die besagt, wenn ich nicht durchschlage, halbiere ich den Schaden. Und dann ziehe ich die Panzerung ab. Wenn ich das aber mache, bei der FV 4005, halbieren und 50 mm abziehen, mache ich immer noch 700, 800 Schaden. Und das ist einfach bitter. Da wollte Wargaming nun was gegen machen. Und hat sich überlegt, dass man diese Mechanik mit diesen kreisförmigen Ausbreitungen rausnimmt, wenn sie nicht durchschlägt. Was heißt das? Erstens, wenn sie durchschlägt, kann sie immer noch kreisförmig im Innern Modulschäden verursachen. Mehr als eine AP-Granate oder eine APCR-Granate. Zweitens, wenn ich bei der Maus auf diese Wange dann treffe, durchschlage ich natürlich nicht, mache also viel weniger Schaden. Das ist etwas Gutes. Alle schwer gepanzerten Fahrzeuge sollten auch schwere Panzerung haben und frontal nicht einfach nur stumpf mit HE die ganze Zeit kaputt geschossen werden. Aber Wargaming fügt eine Funktion nun bei den HE-Granaten hinzu, welche das Ganze wieder sehr interessant macht und uns alle zum Umdenken zwingt. Ich hoffe, ihr seid da nicht so eingestellt im Sinne von früher war alles besser und ich hasse Änderungen, sondern lasst euch ein bisschen drauf ein. Aufgepasst! HE-Granaten aktuell explodieren ja an allem, was sie berühren. Das heißt, einem Zaun, einem Laternenmast, einer Kette, einem Rad, beim EBR zum Beispiel, aber auch Blenden, die, also solche Schottpanzerung, die zum Beispiel beim Pershing außen um den Turm rum sind. T26-4 Super Pershing? Ja. Jetzt bekommt die HE-Granate etwas Penetration und explodiert nicht sofort. Das heißt, ich kann jetzt leichte Dinge durchschlagen und dahinter startet wieder, wenn es die Panzerung trifft, der Test, kann ich durchschlagen oder nicht. Vorteil ist, ich kann jetzt Mauern durchschlagen. Vorteil ist, ich kann jetzt seitlich ein Rad durchschlagen. Sollte dahinter die weiche Wanne sein, kann ich seitlich massiven Schaden mit HEs machen, was vorher nicht der Fall war. Das ist ein Vorteil. Vorteil ist zum Beispiel, dass ich einen EBR oder einen anderen Radpanzer durchs Rad hindurch durchdringen kann und dann noch Schaden verursachen kann mit der HE. Das heißt, er wird nicht komplett absorbiert wie früher. Nachteil ist aber wiederum, dadurch, dass wir dieses kugelförmige Ausdehnen verloren haben, wenn wir das Frontrad durchschlagen und treffen dahinter einfach keine Panzerung, fliegt es halt einfach weiter und explodiert nicht. Es gibt keine kreisförmige Ausdehnung und wir machen keinen Schaden, wenn wir nur eins dieser, wie soll man das nennen, ja, dieser Obstacles, dieser Hindernisse, wie zum Beispiel Ketten, Blenden und so weiter, Reifen durchschlagen, ohne die Panzerung eigentlich zu erwischen. Das heißt nun also auch, ohne die kreisförmige Ausdehnung kann ich nicht mehr unter einen Panzer schießen und dort ihm an der Wanne treffen, also unten am Bauch. Heißt auch, ich kann mit großkalibrigen HE-Granaten nicht mehr mehrere Panzer treffen. Wie das für die Artillerie aussieht, die ist von dem Test ausgenommen. Die wird erst später getestet. Aber aktuell heißt das FV 4005, KV2, T49, you name it, alle diese können nur noch ein Fahrzeug beschädigen. Nicht mehr zwei. Das soll zu den HE-Granaten gewesen sein. Ich wette, ich habe jetzt irgendwas Interessantes noch vergessen. Die kleinen Animationen haben euch ungefähr gezeigt, hoffe ich, was ich meinte. Falls ihr nun Lust auf den 3J bekommen habt, findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu einem 7-seitigen Handbuch, das ich euch erstellt habe, sowie wie gewohnt die Auswertung. Das war's von eurem Staffelchef. Gehabt euch wohl! Thank you.